Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Schön, dass ihr da seid zu einem nagelneuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, der ein oder andere wird diese Stimme eventuell noch kennen. Ich war vor einiger Zeit mal hier schon aktiv auf dem Kanal, habe ein paar Videos veröffentlicht. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Wir schauen uns als erstes Crow Country an, ein Spiel, ja, ihr seht schon, von SFB Games 2024, ein Hommage an früheren Horrorspielen aus den 90ern der PlayStation 1-Ära. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir hier mal voll durch. Das Spiel kostet um die 20 Euro auf Steam. Bei MMOGA findet ihr das Ganze natürlich nochmal ein bisschen günstiger. Also, falls euch das Ganze hier heute interessiert, dann am besten da mal vorbeischauen. Und wir haben hier keine große Einstellungsmöglichkeiten. Spiel halt, ihr seht, es ist deutsch halt, ist sehr schön. Grafik, Vollbildmodus. Wir spielen das Ganze halt auch wirklich direkt abgecaptured vom Steam Deck. Ihr seht auch oben die Leiste, ja, 60 FPS. Und sonst noch ein paar Daten zum RAM, zur GPU und zum CPU. Deswegen würde ich sagen, wir sind vorbereitet. Wir können loslegen. Dementsprechend starten wir ein neues Spiel. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Survival Horror und Erkundungsmodus, was ziemlich cool ist, denn in Crow Country steckt nicht einfach nur ein Horrorspiel, sondern ebenfalls ein Rätselspiel. Also das ist halt nicht gerade ohne. Also hier sind viele, viele Rätsel drin, so wie man es halt von früher kannte. So Resident Evil oder Silent Hill, die nehme ich gerne als Vergleich. Und hast natürlich dann auch dementsprechend überall deine Monster ringsrum. Und hier ist es genauso. Überall kann Gefahren lauern, ja, falls ihr den Survival-Horror-Modus oder ihr spielt den ganz normalen Erkundigungsmodus. Du wirst nicht angegriffen und erlebe ein freies Spiel. Da hast du halt keine Monster drin. Also wirklich, die sich jetzt nur auf diese Story fokussieren wollen mit den Rätseln und so weiter, die können das Ganze im Erkundigungsmodus spielen. Aber wir nehmen den Survival-Horror, wenn schon, denn schon. Und daher würde ich sagen, legen wir los. Falls jemand fragt, ich heiße Mara. Mara Forrest. Special Agent Forrest. Das bin ich. Vergiss es nicht. Vermassel es nicht. So, damit beginnt das Spiel. Ihr seht, ne, diese Optik, so, diese Farben und ja, also alt, rustig und viel, viel braun. Ja, schön. Wir können uns hier mit dem linken Stick bewegen. Mit dem rechten Stick können wir uns hier umgucken. Linker Stick, à la Silent Hill, Resident Evil, unser Inventar. Ja, das ist schon mal ziemlich cool. So, mit dem rechten können wir uns dann dementsprechend ja, verteidigen. Denn, ja, sonst, was haben wir noch? B ist Rennen. Ja. Und sonst, ich glaube, das war erstmal soweit das Wichtigste. Mit R, also die hintere Schultertaste, können wir dann auch noch rennen. Ja. Die lichte Polizeiakte. Vermisstenanzeige. Polizeidezernat Atlanta, 215 Lakewood Way, SW. Atlanta GA 30315. Name Edward Crow, 57, männlich. Beruf Firmenbesitzer, Grundbesitzer, gesundheitliche Verfassung unbekannt. Zuletzt gesehen von Mr. Tolman, 42, männlich. Letzter bekannter Aufenthaltsort Crow Country Anwesen. Da haben wir ihn. Meldung abgegeben von Natalie Crow, 27, weiblich. Verhältnis zum Vermissten ist die Tochter. Meldung erfolgte an Detective Harrison James, 05061. Sehr gut. Ich werde es hier lassen. Es könnte gefährlich sein, noch weiterzufahren. Jo, wir öffnen das Ganze mal. Denn wir nehmen uns nämlich die Munition mit. Sehr schön, ich habe genug. Eigentlich nicht. Wir werden das Ganze erstmal nachladen. Man kann ja nie wissen. Und wir nehmen noch das Medikit mit. Das sind Müllsäcke. Die sind alt und stinken fürchterlich. Ich glaube,
Die wird niemand abholen. Was ist hier passiert? Da ist Blut auf dem Boden. Okay. Oh, guck mal hier oben, die Kamera, die bewegt sich. Okay, wir werden beobachtet, scheinbar. El Crow, er ist versperrt. Da ist ein silbernes Schlüsselloch. Okay. Soweit zum Thema hier Rätsel. Dieses Vorhängeschloss ist ziemlich verrostet. Wenn ich genug Kraft einsetze, geht es bestimmt kaputt. Ein einzelner Schuss sollte ausreichen. Okay, das sagt er schon alles. So, dementsprechend zack hier hin visiert auf das Schloss und dann geht's los. So eine Art Freizeitpark hier oder sowas. Das ist der Ticketschalter. Ich möchte kein Ticket kaufen. Eins kann ich über den Park wirklich sagen. Die Tickets waren schon immer relativ günstig. Oh, was ist hier? Das ist eine Taschenlampe. Die hat wohl jemand fallen gelassen. Die nehmen wir natürlich mit. Zum Verwenden. X drücken. Ich will auch, dass wir hier keine Anzeige haben, wie lange die Batterie noch hält. Ach, ich hasse sowas immer. Was ist hier? Er führt zum Besucherparkplatz. Seit Crow Country geschlossen wurde, ist es versperrt. Sei nämlich so dieses Szenario Silent Hill 3. So, da ist ein Diagramm eines Videospielcontrollers. So, hier sehen wir die ganze Steuerung nochmal. Ja. Kamera drehen, Granate. Silent Hill 3 hat er doch auch. Die Flasche mit Gegengift. Spielt er doch auch im Park. Können wir die Kamera drehen, genau. Genau, das sind hier nochmal so ein paar Tipps hier. Wir können auch einen Mülleimer durchsuchen. Nochmal ein Medikit gefunden, sehr schön. Ist das eine Art totes Tier? Ich kann keine Gesichtszüge erkennen. Lecker. Das ist ein Laservisier für eine Waffe. Wer hat diese nur liegen lassen? Ich glaube, die wird automatisch auch angebracht. Weil wir selbst können sie jetzt hier nicht auswählen. Hallo Mr. Crow, ich bin auf der Suche nach deinem Boss. Weißt du, wo er ist? Das ist eine große Krähe. So, machen wir weiter. Also, wir können natürlich auch hier, ja, sämtliche Kisten wieder zerschießen. Sollten aber aufpassen, dass wir halt nicht alles kaputt machen. Also schon kaputt machen, aber wir brauchen halt auch die Munition, selbstverständlich, weil wir müssen uns ja noch irgendwann verteidigen. Medikit. Großes Medikit, sehr schön. Nichts. Okay, manchmal kommt hier was raus, ja. Da solltet ihr vielleicht ab und zu öfter mal gegentreten. Noch eine Flasche Gegengift. So. Nichts tun. So, nichts ist passiert. Ich glaube, sie hat keinen Strom. Okay. Kein Strom hier. Kein Zutritt. Silbernes Schlüsselloch. Wir haben keinen Schlüssel. Mit der Lüftung im Feenteichbereich stimmt was nicht. Vermutlich ist irgendwas in das Rohr gekrochen und dort gestorben. Lasst die Lüftung also aus oder haltet die Luft an. Ganz im Ernst. Ah, watch. Diese Schilder solltet ihr euch wirklich merken. Diese Nachrichten. Die können euch helfen. Und hütet euch vor den am Boden liegenden Fallen. Ist hier was im Rucksack? Ufutur 1988. Er ist leer. Hat jemand verloren. Okay. Ist von der anderen Seite versperrt. Hier ist nochmal eine Flasche. Gegengift.
Also wenn wir jetzt schon so viel Gegengift bekommen, ja, dann wird das Spiel viel, viel mit Gift hier arbeiten. Sehr schön, Munition. Agent Mara Forrest ist wieder mal die Retterin in der Not. Verkaufst Automaten und Mülleimer können dich mit Vorräten versorgen, wenn du mal kommen und welche hast, siehst du? Irgendwas blockiert sie. Beyond Magazin, August von 1987. Seltsame Sichtung in verlassenem Freizeitpark. Der ambitionierte Phänomene-Fotograf Arthur Mole hat ein Polaroid-Foto eingeschickt, das er beim Erkunden des verlassenen Freizeitparks Crow Country, oh mein Gott, aufgenommen hat. Könnte dieses Ding wirklich echt sein oder ist es auch wieder nur ein Fake? Wir vom Beyond Magazine sind nicht überzeugt. Arthur, streng dich nächstes Mal bitte etwas mehr an. Ja, natürlich alles sein. Da drin ist etwas, aber ich komme nicht dran. Sie wird von einem Haufen alter Knochen blockiert. Ich muss gerade nicht auf die Toilette. So ein Glück. Okay. Die andere Tür war ja blockiert. Da können wir nichts machen. Hier ging es weiter. Ah, das hier war jetzt zum Beispiel nichts gewesen. Jetzt haben wir Munition umsonst verballert. 2106. Ich glaube, das wurde mit Blut geschrieben. Ist das ein Code für irgendwas? 2106. Hm. The Atlanta Globe, Mai von 1986, Crow Country, Freizeitpark, wird in Kürze eröffnet. Sagen Sie Ihren Wochenendplänen mit den Schwiegereltern ab und schnappen Sie sich Ihre Sonnenbrille. Denn ein brandneuer Freizeitpark wird in ein paar Meilen südöstlich von Atlanta eröffnet. Erkunden Sie die Märchenstadt, das Gruselgebirge und das Meeresreich in Crow Country und erleben Sie einen Tag voller Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Der Park gehört Mr. Edward Crow, einem langjährigen Einwohner und Grundbesitzer aus Atlanta. Und er hat den Park ganz offensichtlich nach sich selber benannt. Viel ist nicht über Mr. Crow bekannt, abgesehen von vagen Gerüchten, denen zufolge er über großen Reichtum verfügt. Doch wir sind sehr gespannt darauf, was Crow Country bei seiner Eröffnung im Sommer alles zu bieten hat. Wenn ein Schwan kaputt geht, nehmt das Ei aus seinem Radsystem. Damit wird das Funksignal deaktiviert und das Rad wird gesperrt, bis ein Techniker für die Reparatur gerufen werden kann. Ich kann das Ufer nicht erreichen. Oh, das ist kaputt. Ich weiß nicht, wie ich das reparieren könnte. Was ist das? Schrotflintenmunition. Sehr gut. Immer mehr Eier verschwinden. Ich glaube, die Kinder klauen sie. Zum Glück kann man offenbar alles verwenden, solange es ungefähr die richtige Größe und Form hat. Komisch, ich dachte, die Eier wären magnetisch oder so, aber das sind sie offenbar gar nicht. Ich glaube, das ist kaputt. Geht nicht. Das ist ein seltsamer mechanischer Schwanenkopf. Muss ich ihm irgendwas in den Mund stecken? Ach so, wahrscheinlich das da. Das mit dem Ei. Thank you.
Ja, mal wieder so eine schöne Falle hier. Eine Granate. Die nehmen wir doch mit. So, Medikit mit hier. Ist das eine echte Tür? Ich glaube, sie ist versperrt, aber da ist kein Schlüsselloch. Was ist mit dem kleinen Briefkasten? Das ist ein bronzenes Schlüsselloch. Okay, da haben wir ja nichts. Sieht ja gut aus. Das ist eine Polaroid-Kamera. Oh, warte mal, hier ist noch eine Notiz. Der schnellste Weg zur Tollmanns Büro führt durch den Feenteichbereich, oder? Das Problem ist nur, dass ich vergessen habe, wie man den blöden Baumfee aus dem Weg räumt. Ich brauche wohl einen Code für das Tastenfeld. Und dann? Ich bin mir sicher, dass der Code irgendwo aufgeschrieben wurde. Vielleicht in Crow's Lounge? Oh. Sir, was ist hier passiert? Was? Wer? Mein Name ist Mara Forrest. Ich bin hier, um zu helfen. Sie haben mich angegriffen. Ich wollte doch nur Beweise. Wie heißt du? Arthur Mohl. Ah, das ist der Autor der aus der Zeitung. Ich wollte doch nur ein besseres Foto. Ein Foto? Wovon? Wer hat dich angegriffen, Arthur? Diese Dinger. Ich weiß nicht. Diese Leute. Sie sahen mich und dann... Okay, okay, bleib ruhig. Du blutest ziemlich stark. Ich sollte ihm helfen. Wie war dein Name? Mara. Wir sollten uns mal dein Bein anschauen. Heilungsobjekt? Ja, kann man ruhig machen. Können wir ihm auch das Große geben? Ja, es geht auch. Danke. Mir geht das immer noch nicht gut. Okay. Also er hätte jetzt auch ein kleines Medipack gereicht. Wir sollten dich in Sicherheit bringen. Du scheinst nicht allzu schwer zu sein. Arthur wegbringen? Arthur nicht wegbringen. Wir bringen ihn natürlich weg, ja, selbstverständlich. So, ich habe Arthur in meinem Auto gebracht. Das ist erstmal, da ist er erstmal in Sicherheit. Ihr bekommt eine Errungenschaft, wenn ihr zu Arthur zum Auto geht und ihn da nochmal anspricht. Ja? Also geht ruhig nochmal zurück den ganzen Weg. Und sprecht ihn nochmal an. Was ist das hier? Munition? Hier liegt einfach Munition rum. Ich war gar nicht gesehen. Wo ist das Medikit? Haben wir jetzt bekommen wieder? Okay. Wie gesagt, geht zurück zu ihm zum Auto. Und dann bekommt ihr dann nochmal eine Errungenschaft. So, wir wenden uns jetzt nämlich ein bisschen Brandtasten hier. 21.06. Der lag nämlich hier. So, auf dem Boden ist ein Zettel, siehst du? 3184. Baumfrau. Ah. Den habe ich bereits durchsucht. Okay. Alter Apfel. Ich darf nicht rauchen. Sehr gut. Großes Medikit. Lies dir die Mitarbeiterinfos an den Wänden in Crow Country durch. An jedem Speicherpunkt gibt es ein Buch mit sämtlichen Mitarbeiterinfos, die du bisher gelesen hast. Ah, okay. Ich glaube, sie wird von der anderen Seite versperrt. Geh ich auch nochmal Munition rum. Sehr gut. Du musst hier schon ein bisschen genau hingucken. Also... Ich finde, durch diese Farben geht das auch echt ein bisschen unter. So diese ganzen Gegenstände wie die Flaschen und alles sowas. Er wirkt nicht allzu glücklich. Ist das eine Tür? Ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Also wie gesagt, wo ich damals die Demo gespielt habe zu dem Spiel und die ersten Bilder dazu gesehen hat, das war so genau mein Stil. Ich bin ja nun, ihr wisst ja, also von vor einiger Zeit mal, wo ich ja hier auf dem Kanal noch ziemlich aktiv war, ich liebe alte Horrorspiele, so
diese 90er, ja, diese 90er-Ära, PlayStation 1, absolut großartig. Und ich finde, dieses Spiel trifft es halt wirklich gut halt, ja, mit dieser ganzen Atmosphäre. Der Geruch ist übel, riecht wie eine infizierte Wunde. Es tut mir leid, dass ich es getötet habe. Aber wenn ich es am Leben gelassen hätte, täte mir das auch leid. Ja. Am Deck ist ein Zettel befestigt. Empfänger Marvin Trumbull, 1800, Akara River, Para, Brasilien, Südamerika. Inhalt: geologisch interessante Proben. Sie ist voller Steine. In jedem Stein sind kleine, glänzende Metallstückchen. Ist das eine Kiste voller Golderz? Warum ist der Zugang zur Ausgrabungsstätte eigentlich dieses putzige kleine Haus? Meint ihr nicht, es könnte irgendwann mal passieren, dass sich ein Kind da drin umschaut? Verschießt das doch wenigstens mit dem Schlüsselloch am Briefkasten. Das meine ich halt, ne? Also deswegen, ihr müsst hier halt wirklich schon... Die Feuerwehrinspekteurin war heute Morgen hier und sagt, die folgenden Räume würden bald inspiziert. Cross Lounge, Modelleisenbahn, Technikkorridor, U-Boot. U-Boot, okay. Mittwoch? Sie sagte außerdem auch, wir müssten den Lagerraumtür im Meeresteich, nee, Meeresreich austauschen. Okay. Oh, okay, jetzt sind wir hier. Minenspiel, Ökonomie der Bergbaubranche, Josef Zigarden. So, zur Erinnerung, wenn ihr Feenteich-Bereich wollt, müsst ihr zu der Fee laut Folgendes sagen. Hör mich an, oh große Fee, vom zauberhaften Wald. Das Ganze ist ziemlich präzise, mit einem Akzent funktioniert es nicht. Tut mir leid, Diego. Probieren kann man es ja mal. So, das ist eine Sammlung von Videospielen-Tipps. Das ist das, was wir jetzt gerade alles gelesen haben, ne? Hier haben wir noch so eine Fläschchen. Das nehmen wir noch mit. Alles, was glänzt, die Geschichte des Goldrauschs von 1848, Stephen E. Cook. Das ist eine Karte. Die nehmen wir noch mit, somit haben wir jetzt nämlich auch eine Karte. Das ist ein Kamin. Das Feuer knistert sanft. Wenn ich in die Flammen schaue, fühle ich etwas. Es ist eine eigenartige Mischung aus Hoffnung und Furcht. Vielleicht wird alles gut werden, vielleicht aber auch nicht. Unser Speicherpunkt. Ich werde das mal hier speichern. Ihr seht, ich habe nämlich schon mal ein bisschen gespielt auf dem Steam Deck. Das ist eine Granate wieder. Die nehmen wir noch mit. Die Granate. So, hier haben wir ein Ringbuch. Das ist eine Sammlung von Mitarbeiterinfos. Die wir alle soweit gelesen hatten. Ihr seht auch oben links, da steht immer so eine Hashtag-Nummer. Ja, oder Autonummer. So, da ist ein Tastenfeld, wo wir einen Code eintippen können. Ein Aschenbecher. Ich finde es das erstaunlich, dass hier nicht längst alles abgebrannt ist. Können uns hinsetzen. Das ist ein Brief. Landgericht 185 Central Ave SW Atlanta GA 30303 USA. Amtliche Vorladung. Sehr geehrter Mr. Crow, dieses Schreiben nimmt Bezug auf den Vorfall, der sich im Juli 1988 in Ihrem Freizeitpark ereignet. Wie Sie wissen, wurde ein 15-jähriges Mädchen namens Elaine Marshall verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf ihrem Gelände und innerhalb der Öffnungszeiten. Daher sieht Familie Marshall die Schuld bei Ihnen. Ihre Anwesenheit im Gericht ist erforderlich. Sie müssen sich umgehend bei uns melden. Mit freundlichen Grüßen. Oh, ist ein Unfall passiert. Ah, okay. Oh, hier haben wir nochmal ein Medipack. Oder Medikit. Achso, sie kann nicht mehr. Schade. Okay, hier haben wir nichts mehr. Und das war ja das. Nee, das ist Notizbuch. Was ist das? Tollmanns Aufzeichnung, 21. März 1988. Es ist Montagmorgen. Ich fahre zur Arbeit. Der Boss meldet sich über das Autotelefon. Das macht er normalerweise nie. Es ist klar, dass irgendwas nicht stimmt. In der zweiten Einheit ist der Einbrecheralarm losgegangen. Der Boss glaubt, dass da unten jemand ist.
Ich gehe zur Arbeit und checke die Überwachungskameras. Da unten ist jemand. Er steht gleich neben dem Pool. Alle Sicherheitstüren zum Pool sind verschlossen. Ich schaue mir die Sicherheitsaufzeichnung an. Die Türen wurden seit Freitag 18 Uhr nicht mehr angefasst. Der Alarm wurde gerade erst ausgelöst. Ich schalte die Gegensprechanlage ein und versuche mit ihm zu reden. Keine Antwort. Aber ich höre die Geräusche, die er macht. Da stimmt was nicht. Seine Kleidung passt ihm nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Okay. So, also, wir müssen jetzt nochmal... Hör mich an, o große Fee vom zauberhaften Wald. Okay. Gut, Medipack konnten wir ja nicht mal mitnehmen. So, natürlich, ab jetzt geht's los halt, ne? Also, wir hatten jetzt die ersten Monster jetzt. Wo saß denn der jetzt eigentlich? Saß der nicht irgendwo hier? Na genau, hier. Und natürlich sinnvoll, wenn ihr im Kopf schießt halt, ne? So wie es halt immer bei den Spielen halt ist. Die könnt ihr halt so ein bisschen... So, 3184. So. Hör mich an, oh große Fee. Vom zauberhaften Wald. Hör mich an, oh große Fee vom zauberhaften Wald. Willkommen, Kind. Wirst du unsere kostbare, natürliche Welt beschützen? Ja, sagen. Folge mir. Durchklettern. Wer die Wahrheit sucht, muss in das klare, spiegelnde Wasser unseres Feenteichs schauen. Es ist schmutzig. Der Kerl, der den Wasserfilter repariert hat, hat den Filter dabei an das Lüftungssystem angeschlossen. Wenn ihr die Filterpumpe hinter dem Vorgang mit dem falschen Druck laufen lasst, zu niedrig oder zu hoch, wird die Lüftung ausgelöst. Seid also vorsichtig. Ihr könnt den Druck mit der Ventilkurbel zudrehen. So, hier auch nochmal so kleiner... Deswegen, es ist schon ganz nett gemacht. Da ist eine Baumfee. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Wir haben einen bronzenen Schlüssel erhalten. Sehr gut. Falls ihr das nicht geschafft haben solltet, der Raum füllt sich mit Gift. Hier ist der Sicherungskasten, um das halt wieder aufzulösen. Sehr gut. Eine Bananenschale. Sehr gut. Achte auf den Boden liegenden Bärenfallen. Ja, jetzt kommt die, weißt du, diese Meldung.
So, da ist ein Krähenmodell mit Roboterteilen, Zettel lesen. Als ich das letzte Mal mit Ophelia im Kino war, sahen wir einen Actionfilm über einen kybernetischen Mann aus der Zukunft. Ich habe den Film nicht so richtig begriffen, aber sie war begeistert. Sie hat ständig darüber geredet. Ich habe diesen Cyborg-Krähe entwickelt, da ich wusste, das würde ihr gefallen. Ich wollte sie Edward als Idee für einen neuen Themenbereich des Parks vorschlagen. Nach Ophelias Tod legte ich das Projekt auf Eis. Genau ansehen. Ich glaube, das Auge besteht aus einem Laservisier. Es gibt insgesamt 15 Geheimnisse hier in dem ganzen Spiel. Es ist natürlich klar, dass man dann wahrscheinlich dann alle finden muss. Dahinter ist... Ich höre nichts. Ich höre etwas dahinter. Aber wir kriegen es nicht auf, halt. Okay. Zumindest haben wir jetzt einen bronzenen Schlüssel. So. Gut, das soll es aber erstmal so gewesen sein von Country Crow. Also ihr seht, es ist ein ziemlich cooles Spiel. Muss man sich halt dafür so ein bisschen, auch ein bisschen begeistern für. Selbstverständlich, ja, wie gesagt. Das Schöne ist, ihr könnt das halt auch komplett ohne Monster spielen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt verpflichtet seid, jetzt hier mit Monster zu spielen. Das ist ein kleiner Kanister mit Benzin. Nice. So, was haben wir hier? Tollmanns Aufzeichnung, 3. Juni 1986. Wir haben eine Firma mit dem Beginn der Ausgrabung beauftragt. Es ist nicht nach Plan gelaufen. Das erste Problem, sie haben zu lange gebraucht, um die Ausgrabungsstätte vorzubereiten. Das zweite Problem, es gibt viel zu viele Dokumente. Es ging ja schließlich darum, das Ganze schnell und lautlos über die Bühne zu bringen. Und dann kam der endgültige Knackpunkt. Sie begannen, Fragen zu den Wurzeln zu stellen. Sie wollten genaue Infos über die Größe und die Form dessen bekommen, was sie da eigentlich ausgraben. Sie wollten wissen, woraus es besteht. Sie wollten wissen, wie lange es schon da war. Das ging natürlich nicht. Sie mussten weg. Grubel fehlt. Okay. Eine Bananenschale, okay. Wenn ihr die Kurbel nicht finden könnt, dann liegt das daran, dass ich sie mir ausgeliehen habe. Sehr schön. Ich habe damit dieses große eiförmige Rubin im Spukschloss versteckt. Hm, na toll. Danach habe ich die Kurbel in einem Safe im südostlichen Technikkorridor eingeschlossen. Es riecht nach Benzin, aber der Tank ist leer. Benzin hineingießen. Da ist eine Menge Benzin drin. Okay. Können wir damit irgendwas machen? Nee, ne? Er ist voller Steine. Größere Gegner haben mehr Gesundheit als kleinere Gegner. Das solltest du bei der Entscheidung, gegen wen du kämpfst und welche Waffen du einsetzt, berücksichtigen. Jetzt kann man nichts machen. Das am Rad drehen. Der Mechanismus ist nicht vollständig. Ah, okay. Ein Flammenwerfer oder sowas, war? Okay, interessant. Frage mich, was da wohl drin ist. Ja, Leute, aber wie gesagt, das soll jetzt hier von unserem kleinen Anspielen soweit gewesen sein. Ich peile immer so eine halbe Stunde an, damit wir auch wirklich genug sehen, ja, um was es hier geht. Also ihr habt gesehen, es ist so eine kleine Hommage an früheren Horrorspielen halt. Also ich persönlich schätze das sehr. Die ersten Bilder und die Demo dazu könnt ihr euch selbstverständlich, ich glaube, immer noch runterladen. Müsste eine verfügbar sein. Könnt ihr ja das selber mal reinschauen, aber durchweg habt ihr gesehen, eine wirklich runde Performance hier auf dem Steam Deck. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass das Ganze hier nicht funktioniert. Also einfach starten. Ihr braucht kein Proton oder sonst irgendwie was vorher. Einfach starten und dann geht's los. Und ich finde das ziemlich cool. Wie gesagt, wirklich Performance durchweg halt perfekt. Und auch wenn wir uns jetzt die Leistung angucken, da sollte auch eine längere Spielsession, denke ich mal, möglich sein. Weil so hoch sind die Anforderungen hier Gott sei Dank nicht.
Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar und einen Like freuen hier. Ja, und sonst, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder, falls euch das Ganze ja hier interessiert, so mit dem Spielen und so weiter. Würde ich mich natürlich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen. Und damit verabschiede ich mich jetzt und gebe das Wort wieder an Fabian ab. Und dann hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!